Hier kommen die Superhunde, sie sind immer für dich da. Das Superhunde-Team, Ryder und die Mighty Pups helfen dir, du wirst schon sehen. Chase! Sky! Rubble! Super! Everest! Rocky! Marshall! Superhunde, super drauf! Mighty Pups, nichts hält sie auf! Und damit herzlich willkommen YouTube Kids, hier auf meinem Kanal Daddle Buddy mit einer neuen Episode Paw Patrol Mighty Pups rettet die Abenteuerbucht. Und wenn es euch gefällt, lasst unbedingt gerne einen Daumen oben da und abonniert meinen Kanal, damit ihr auch zukünftige Videos nicht verpasst. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal vielmals fürs Reinschauen, fürs mich besuchen und einfach mal ein bisschen... ja, was Neues erleben, hier auf meinem Kanal. Vielen, vielen Dank. Und nun legen wir los. Ich möchte ganz kurz noch zur letzten Episode sagen, die war super spannend. Wer es verpasst hat, schaut euch gerne noch die letzte Episode an von den Mighty Pups, unseren mächtigen Fellfreunden. Denn da hatten wir ein kleines Problem mit Jake. Der brauchte wieder unsere Hilfe. Und wir mussten hoch auf einen Berg, Schnee, Gefahren, viel Höhe natürlich. Und vier Fellfreunde, die Jake von diesem Berg befreit haben. Schaut euch die letzte Folge an. Und nun legen wir wieder los. Wir starten heute direkt wieder einen neuen Haupteinsatz. Und ich wünsche euch allen viel Spaß. Dafür gehe ich einmal wieder in die wohlbekannte Ecke. Ups, da bin ich gleich zweimal zu sehen. Na, so kann es gehen hier bei mir, ne? So, auf in den Haupteinsatz. Viel Spaß wünsche ich euch allen. Meteorit. Jake's Skiort. Haben wir. Das haben wir in der letzten Episode gemacht. War sehr schön. Rette Carlos. Oh, Carlos. Carlos ist auch in Gefahr. Den kennen wir noch gar nicht. Ihr wahrscheinlich schon, die Serien auch kennen. Ich tatsächlich noch nicht. Aber wir schauen mal rein. Los geht's. Rettet Carlos. Mhm. Alle wieder anmarschieren. Sind alle gespannt. Alle motiviert. Alle gesund. Und fit. Alle möglichen... Bewohner von der Abenteuerbucht zu retten und zu helfen. Die Paw Patrol. Hochmotiviert im Einsatz, wie man sie kennt. Oh, wir werden bestimmt Tracker jetzt haben. Hä? Danke, dass ihr so schnell hergekommen seid. Carlos erkundete einen alten Tempel tief im Dschungel. Oh. Jetzt ist er in den Lianen eines Baumes verfangen und kann nicht runter. Oh je. Finde ihn und hilf ihm runter. Mhm. Benutze Chase Supergeruchssinn, um dich im Dschungel zu orientieren und Carlos zu finden. Okay. Trackers Werkzeuge können helfen, die Lianen durchzuschneiden, um Carlos zu befreien. Alles klar. Alles klar. Die Helfer Alles klar. Auf Pfoten legen los. Oh ja. Wir sind bereit. Mit dem Flugmobil auf in den Dschungel. Oh, Dschungel ist immer schön. Ich liebe den Dschungel. Ist auch mal was ein bisschen Abwechslung. Wir hatten ja in der letzten Folge viel Schnee. Und Schnee ist ja nun mal kalt, ne? Also wer von euch liebt Schnee? Ich finde Schnee auch schön. Besonders jetzt gerade im Sommer, denn es ist ja gerade sehr warm. Und jetzt ein bisschen Schnee und eine kleine Schneeballschlacht wäre schon toll. Aber wenn man dann auch eine ganze Weile Winter hatte, dann freut man sich natürlich auch mal wieder auf den Dschungel. Und ich glaube, unsere Fellfreunde... Räume den Bereich, um zu lachen. Die hier betrennst du den Dschungel. Viel Glück, Paw Patrol. Mhm. Okay, da sind wir schon im Dschungel. Mit Chase, den wir gerade spielen. Versuche so viele Feldfreunde Leckerlis wie möglich zu bekommen. Und wir versuchen natürlich... Du hast eine Tüte Feldfreunde Leckerlis. Jede Tüte enthält drei... Genau, jede Tüte hat drei Leckerlis. Die sammeln wir natürlich alle ein. Ich versuche in jedem Einsatz, den wir machen, wirklich alle Leckerlis zu finden, um damit natürlich auch andere Dinge freizuschalten, wie zum Beispiel Sammelgegenstände oder eben auch Tracker. Oder vielleicht auch Minispiele. Oh, da war was im Baum. Das kann natürlich nur Tracker machen. Oh, hier ist gefährlich. Eine Holzbrücke, aber sehr schön. Knarzt auch ein bisschen. Wir wechseln mal wieder zu Chase. Hier können wir ein bisschen buddeln. Ja.
gehört uns. Alles, was hier verbuddelt ist, nehmen wir mit. Es sind ein paar Leckerlis im Dschungel vergraben. Das ist ja äußerst praktisch. Denn wir haben unser Lunchpaket vergessen. Und dann müssen wir jetzt hier auf die Leckerlis zurückgreifen, die jetzt hier im Dschungel für uns parat liegen. So, hier die Tüte nehmen wir noch mit. Und die Knochen hier. Beziehungsweise, das sind ja auch Leckerlis, sind ja keine Knochen. Die sehen ja nur aus wie Knochen. Tracker. Ab Emiliane mit dir. Wupp. Oh, hier. Ja, das sind wirklich... Oh, müssen wir hier rüberspringen? Hui. Kein Problem. Für unsere Hunde kein Problem. Hier können wir nochmal zum Baum hoch. Tracker nimmt da seine Seile. Und schwupps. Alles rausgefischt. Das ist schon was anderes hier. Ne? Das ist schon, macht schon Spaß. So, was haben wir denn hier? Können wir nicht hoch? Ein bisschen noch in die Bäume reingesprungen. Geht's hier runter? Oh ja. Da müssen wir gleich mal schauen. Wir gehen gleich unten mal schauen, was da ist. Oder man kann ja einfach, falls man runterfällt, damit man natürlich auch einfach irgendwo wieder hochkommt. Aber wir gehen mal gucken, ob wir hier irgendwas haben. Dass wir hier auch nichts übersehen. Nein, wir haben hier nichts. Dann können wir wieder hoch über die Brücke. Und weiter. Es hat hier gerade schon so geblinkt. Das heißt, wir haben hier einen, ein Abzeichen. Das holen wir uns auch. Das wird bestimmt hier oben auf dem Berg sein. Pfotenstark. Ja. Du hast das erste Abzeichen gefunden. Fantastisch. Das ist fantastisch, ist das. So. Das sieht gut aus. Machen wir mal den Weg frei. Tracker freischneiden. Okay, unser Werkzeug und los. Oh ja, das sind viele Lianen hier. Da müssen wir wirklich häufig schneiden. Einmal müssen wir noch. Ja, jetzt können wir durch. Jetzt kann auch Chase durch. Wir müssen weiter. Carlos wartet auf dich. Okay. Die Vegetation wird dichter. Hilf Tracker mit seinem... Du musst den richtigen Weg gehen. Mit Trackers und... Okay. Da, der Kreis bei Tracker, der verrät genau, wo wir hin müssen. Bravo! Die Vegetation wird dichter. Hilf Tracker mit seinem... Der hat ja auch große Ohren, der kann gut hören. Wir müssen hier rechts rum. Der Kreis zeigt uns, wohin. Und der Pfeil. Das sieht gut aus. Gut gemacht. So, jetzt können wir wieder schneiden. Das machen wir auch. Einmal. Es sind wieder drei Lianen. Schnibbel die, schnabbel die. Mit unserem scharfen Werkzeug wird das hier alles fachmännisch zerschnitten. Und weiter geht's. Gut gemacht. Oh, hier ist viel Fläche. Uiuiuiuiui. Aber da können wir gar nicht hin. Also hier ist gar nicht so viel, was wir jetzt sammeln können. Aber wir schauen mal ein bisschen auf der Rasenfläche. Nö. Hier auch nicht. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Okay, hier ist eine Spezialinteraktion. Gucken wir mal. Benutze diesen alten Mechanismus, um die Brücke zu aktivieren und die Tempelruinen zu erreichen. Diese Zahnräder könnten helfen, die Brücke zu öffnen. Aber sie sind zu schwer. Das ist ein Fall für die Superhunde. Okay, da sind wir genau richtig. Tracker und Chase werden das schon schaffen. Ich bin da guter Dinge. Oh, Sky kommt auch noch zur Hilfe. Und, Zuma ist das, ne? Ich bin doch schon langsam geübt. Oh, die sind auf der anderen Seite, stimmt. Müssen wir mal schauen, was wir jetzt machen. Die Superhunde legen los. Zuma und Sky. Schön umgucken, dass wir nichts vergessen. Schwubbeli-bubbeli auf den, hier, Baumstamm-Stumpf. Stumpf-Stampf. Wir stampfen auf den Stumpf. Und hier weiter. Alles einsammeln. Gehört alles uns. Das lassen wir uns auch nicht wegnehmen, ne? So, hier rüber. Fantastisch. Toll machst du das. Ja. Danke, danke. Sky ist auch auf Zack. Die springt hier auch enorm hoch. Hier haben wir auch noch was. So.
Und dann nochmal hier ziehen wir noch einen Kreis um die Tüte rum, in die Tüte rein. Und hier unten auch. 1, 2, 3. Und hier würde ich gerne nochmal schauen. Haben wir hier noch was? Nein. Dann sammeln wir die Leckerlis jetzt ein. Und diese hier. Oh, da links dürfen wir gleich nicht vergessen. Wir müssen gleich die Brücke hochgehen. Aber wir springen erstmal hier gewagt diese Steine hoch. Diese Steingebilde. Schwupps. Mir nach. Oh, wir haben die Tüte übersehen. Nicht bekommen. So, jetzt. Oh, oh, oh. Aber wir kommen ja auch hoch. Alles gut. Sky kann so hoch springen, da ist das kein Problem. Da ist noch was. Die Tüte haben wir auch noch nicht. Hier waren wir vorhin. So, dann holen wir uns jetzt hier noch diese Leckerlis. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und nur geradeaus. Das ist einfach. Das kriegen wir hin. Oh, hier ist irgendwas los. Wir wechseln jetzt mal. Zuma! Zuma darf jetzt auch mal ein paar Leckerlis sammeln. So. Zuma ist ja auch süß. Was ist das für eine Rasse? Könnte ich mir ja gefallen lassen. Diese noch. Hier hoch. Nehmen wir das auch mit. Hier hinten sind noch drei. Hupala. So. Und diese noch. Jetzt haben wir wieder eine super Interaktion. Ach, guck mal, da sind wir schon bei der Brücke. Und jetzt können wir Tracker und Chase helfen. Die warten schon dort unten. Da ist die Brücke. Hilf Sky, ihre Wirbelwindkraft einzusetzen. Oh ja, das kennen wir. Haben wir schon gemacht in der letzten Episode bei Jakes Berg. Es ist Zeit für eine Superaktion. Superaktionen sind immer super. Ich liebe es. So, jetzt drehen wir wieder. Ganz fleißig drehen mit dem Stick auf dem Controller. Eine Seite haben wir. Wasserkraft, um auf die andere Seite zu gelangen und die Brücke zu aktivieren. Mhm. Machen wir auch. Zuma! Vollgas. Bewege den linken Stick, um auf die richtige Stelle zu zeigen. Halte die Taste gedrückt, um den Wasserstrahl abzuschießen. Oh ja, das ist witzig. Die kann ja gut löschen. So, hier, da auf die Pfote und Vollgas. Wassermarsch. Super, die Brücke öffnet sich. Gut gemacht. Mhm. Die Brücke ist offen. Hilf Chase und Tracker, zu den Tempelruinen zu gelangen und Carlos zu retten. Oh yes. Ja, da freuen sie sich. Wir freuen uns auch. Dankeschön, Sky und Zuma. Ohne sie hätten wir es auch nicht geschafft, denke ich. Hupala, hier ist irgendwas im Weg. Wir wechseln zu Tracker. Wir müssen wieder schneiden. Konzentration. Und wir bewegen den Stick und drücken A. Nummer 1. Und Nummer 2. Und Nummer 3. Befreit. Und weiter geht's. Gut gemacht. Wir müssen weiter. Carlos wartet auf dich. Okay. Wir dürfen aber auch die Leckerlis nicht vergessen. Du hast fast alle Fellfreunde Leckerlis. Wir sind auch gut. Aber uns fehlen noch viele Abzeichen, ne? Das müssen wir ja, da müssen wir noch mal gucken. Aber bisher haben wir, glaube ich, auch nichts verpasst. Sind wir ganz gut dabei in dieser Mission. In diesem Einsatz. Um Carlos aus einer gefährlichen Lage zu befreien. Denn er ist gerade irgendwo in Lee. Oh, da müssen wir auch hochspringen. Das ist gar nicht so einfach. Gucken wir mal, ob Tracker das hinbekommt. Oh, hier ist ein Lian im Weg. So. Ups, haben wir auch. Jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Da oben ist auch noch was. So. Aber Tracker ist halt auch einfach ein Dschungelhund. Der kann sowas. Der richtige Hund für diesen Einsatz. So, hier. Können wir da noch hin? Nein, das ist einfach nur eine Erdfläche. Die ist nicht interessant für uns. Das ist nicht unser Weg, den wir gehen müssen. Oh, hier hat es geleuchtet. Habt ihr es gehört? Da oben ist sie. Das Abzeichen. Da werden wir jetzt hochspringen. Ja. Du musst nur noch ein Abzeichen finden. Ein Abzeichen brauchen wir noch.
Und mal gucken, wie viele Leckerlis wir noch brauchen. Oh, hier ist noch eine Tüte, die nehmen wir auch mit. 1, 2, 3 plus Tüte. Da ist nichts mehr. Genau, hier waren noch welche. Nehmen wir auch mit. Haben wir alles. Sehr schön. Oh, das wird jetzt langsam. Genau, jetzt kommen wir in den Tempel langsam. Oh, da müssen wir aufpassen. Im Tempel sind immer Fallen. Viele Fallen. Toll! Du hast die Ruinen gefunden. Hilf Chase mit seinem Supergeruchssinn. Okay, wir müssen wieder dem Schweif folgen. Wir müssen eigentlich nach rechts. Und das machen wir auch, denn hier scheint nichts zu sein. Wir wollen ja trotzdem auch alle Leckerlis haben. Deswegen laufe ich jetzt auch mitunter in eine andere Richtung. Aber guck mal, wir haben nämlich hier schon tatsächlich andere Sachen. Deswegen sollten wir nicht unbedingt immer sofort... Ah. Hervorragend. Du hast alle Abzeichen gefunden. Haben wir gefunden. Oh yes. Gucken wir denn hier nochmal. Das war der Eingang. So. Dann müssen wir mal schauen. Hier oben ist noch eine Tüte. Ich glaube, wir sollten eigentlich in die andere Richtung gehen, aber... Dann gehen wir nochmal hier rum. Das sammeln wir auch noch ein. Wir wollen ja wirklich alles einsammeln. Und da müssen wir auch ein paar Umwege gehen. Sonst hätten wir das Abzeichen jetzt ja auch leider nicht gefunden. Aber eigentlich hätten wir der anderen Spur folgen müssen, ja. Müssen wir mal schauen, ob wir jetzt hier passend sind. Hier. Da können wir nochmal zurückgehen. So. Dann gehen wir nochmal hier rum. Das müsste eine Sackgasse sein. Ja. Und jetzt können wir hier weitergehen. Und nochmal schneiden. Es sieht gut aus. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele schon gesammelt. Also wirklich alle, würde ich jetzt eigentlich sagen. Dass wir schon alle Leckerlis gesammelt haben. Nochmal. Und das dritte... Die dritte Liane schneiden wir auch durch. Weiter geht's. Dann fehlen uns noch 15 Leckerlis. Da ist der Rest vielleicht. Schauen wir mal. Herzlichen ja, Glückwunsch. Wir haben alle. Du hast alle Leckerlis erhalten. Oh, wir haben Carlos gefunden. Da steckt er fest. Im Baum. Missliche Lage. Chase Netz, um Carlos aufzufangen, falls er runterfällt. Verwende Trackers Werkzeuge, um Carlos von den Lianen zu befreien. Oh yeah. Wir sind bereit. Retten wir Carlos. Schneide die Lianen durch. Drücke die Taste zum richtigen Zeitpunkt, um oh, die Lianen müssen wir wieder aufpassen. Durchzuschneiden. Mhm. Okay, müssen wir aufpassen. Müssen wir aufpassen. Ich bin bereit. Ui, das ist aber schnell. Nochmal. Ja. Oh oh. Jetzt fällt er gleich. Ups. Wir haben Carlos befreit. Du hast Carlos gerettet. Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Carlos ist und in Sicherheit. Alle Leckerlis haben wir erhalten. Kriegen noch einen Erfolg. Carlos ist in Sicherheit. Toll. Wir sind sogar ein großer Entdecker heute. Besorge alle Fellfreunde Leckerlis. Haben wir gemacht. Affentempel, Carlos und Entdecker Wrecker. Mal gucken, wie viele Leckerlis wir haben. Oh, wir haben alle Tiergegenstände. Da gucken wir doch gleich nochmal rein zusammen. Oh, die Schildkröte. Der Papagei. Minispiele. Oh, okay. Sammelgegenstände. Charaktere. Da gucken wir nochmal rein. Das machen wir tatsächlich nochmal in der letzten Folge. Da schauen wir uns auf jeden Fall nochmal alle Sammelgegenstände an. Minispiele haben wir jetzt keine neuen, weil es ist noch kein Ausrufezeichen hinzugekommen. Es fehlen uns aber tatsächlich noch. Wir können mal gemeinsam schauen. Oh nein. Heb ab wie ab ins Wasser mit Zuma. Oh, wir haben alle. Heb Sprengseil.
Hindernisparcours. Dann wisst ihr, was los ist. Wir müssen in der nächsten Folge Minispiele spielen. Ich freue mich auf euch. Und in der nächsten Folge geht's hier weiter. Ich zeige mich mal ganz kurz nochmal groß. Mit Minispielen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da und abonniert meinen Kanal. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen, fürs Vorbeigucken, mich besuchen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Paw Patrol Mighty Pups rettet die Abenteuerbucht. Vielen, vielen Dank euch. Bleibt bitte gesund. Genießt noch den Sommer. Habt viel Spaß da draußen. Macht eine kleine Pause. Und genießt das Wetter. Euer Daniel Bald. Macht's gut.